Servus Leute, hier ist der Racehead und willkommen zurück zu Ghost Trick. Ja, jetzt muss ich erstmal herausfinden, was genau ich hier machen kann. Außer dem Schalter wird da wohl nichts gehen. Und wieder genau das gleiche wie vorhin. Oder letztes Mal. Genau die Art Aufregung brauche ich, um aufzumachen. Ich hab dir doch bereits gesagt, dass der nur für Notfall gedacht ist. Spiel nicht mit ihm. Ich hab dir gesagt, dass ich es nicht war. Weißt du, ich hatte gedacht, dass so eine Arbeit aufregender wäre. Manchmal weiß ich nicht, was meine wahre Arbeit ist. Runden drehen oder Kartenhäuser bauen. Das solltest du aber besser wissen. Du solltest wissen, dass ich nur Spaß mache. Unzufrieden. Ich einfach nicht weiß, wo ich hin muss. Ich muss fast den Scheiß hier losmachen. Schauen, was der hier kann. Das sind neue Notizen. Hey, Bailey. Lass mich mal sehen. Häftling D99, Alpenwissenbring. Der Küchenchef bereitet das gerade für ihn zu. Oh, wie extravagant. D99, was? Selbst ich weiß über den Bescheid. Ja. So ein trauriger Fall. Das ist auch schwer für uns. Er hat seine Frau erschossen, nicht wahr? Vor den Augen eines Familienmitglieds. Das ist einfach fürchterlich. Warum in aller Welt hat er das getan? Warum wird ausgerechnet er so etwas tun? Das Motiv, alles. Das alles ist ein komplettes Rätsel. Das ist einfach lächerlich. Es ergibt keinen Sinn, dass er so etwas tun würde. Wir kennen die Einzelheiten nicht, aber offensichtlich liegt auch dieser Fall der nationalen Geheimhaltung. Kapier es nicht. Nichts von allem ergibt Sinn. Du weißt schon, was für eine Art Gefängnis das hier ist, oder? Das ist ein besonderes Gefängnis. Genau für solche besonderen Fälle gebaut wurde. Dieser D99. Wer weiß, was er hinter seinem Bart deckt. Oder versteckt. Mir gefällt nichts von all dem. Ich wusste, dass ich meine Arbeit nicht ernst nehmen könnte, ohne dass sie mir nahe geht. Der Häftling, mit dem ich... Nachdem ich suche, dieser D99, wurde also wegen Mordes verurteilt, ja? Und er hat offenbar einen Bart. Ah! Würdest du damit aufhören, meine wichtigen Pflichtenmemos wegzuwerfen? Gönnt sich eine neue. Es ist Zeit. Noch ein Spacken. Okay, das ist der Rocker, der die Staatsgeheimnisse gesungen hat. Alter, was für ein hartes Kartenhaus. Aber ja, es ist fertig. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann. Langsam. Was kann ich eigentlich sagen? Stellt euch mal, dass dies der Junge ist, von dem sie sprachen. Der, der Staatsgeheimnisse gesungen hat. Wenn er ein Häftling ist, muss er aus einer Zelle gekommen sein. Endlich. Ja, gedauert. Bis ich den Scheiß geschafft habe. Also hat dieses Ding vor einer Sekunde diesen höllischen Krach gemacht.
Wahrscheinlich kann der spezielle Junge sich so ausdrücken. Seine Empfindungen wie, ich habe Hunger oder ich habe Durst vielleicht. Wenn so etwas primitiv ist, da wette ich drauf. So. Bin fertig. In Ordnung, C38. Zurück in eine Zelle. Hey Wachmann, wie wär's, wenn du mir etwas Platz lässt? Ein abgefahrener Gang ist gefährlich, Mann. Ein ordnungsgemäßer Gang für ein ordnungsgemäß geführtes Leben. Los, gehen wir. Jo, halt mir keine Vorträge, Mann. Ich gehe meinen eigenen Weg. Auf meine Art, zu meiner eigenen Musik. Leere Zelle, da malt wer, da pennt wer. Endlich bin ich bei den Zellen. Jetzt muss ich Häftling D99 finden und seinen morgigen Arbeitsplan rausbekommen. Wofür könnt ihr denn diese Information bloß brauchen? Mist. Ich glaube nicht, dass ich noch eine Sekunde länger in diesem stinkenden Loch aushalte. Sieht so aus, aber der Wachmann weg ist. Okay, schmeiß den Kreis hier rein. Halt die Warterei, macht mich fix und fertig. Hoffentlich klappt's mit dem hier endlich. Komm schon, Lostkopf. Hm? Das ist offensichtlich nicht der Häftling, nach dem ich suche. Häftling D99 hat einen Bart. Das ist einer von diesen kleinen Tafeln, die es laut Lin in den Zähnen gibt. Vielleicht sollte ich mir mal den Morgenplan des Stachelkopfs ansehen. Wenn ich das hier spiele, kriegt er gar nicht das mit. Die Tafel ist hier gemeint. Oh. Das ist eine von diesen kleinen Tafeln, von denen Lynn gesprochen hat. Dann will ich sie mal kurz durchlesen. Heute Abend habe ich eine Menge verloren. Mein Leben, meine Erinnerung. Ich habe offensichtlich auch gewisse Fähigkeiten verloren. Ich kann nicht lesen. Ich kann sehen, dass auf der Tafel irgendwas geschrieben steht. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was es bedeutet. Wenn ich den Morgenabhängigkeitsplan von Häftling D99 nicht lesen kann, was mache ich denn jetzt? Worüber soll ich Lynn denn jetzt Bericht erstatten? Wenn ich sage, ich konnte es nicht lesen, bringt sie mich um? Obwohl ich mir wegen dem Teil eigentlich keine großen Sorgen machen muss. Wie dem auch sei. Ich kann genauso gut versuchen, die Zelle von Häftling D99 zu finden. Hoffentlich kann ich wenigstens etwas herausfinden, solange ich dort bin. Ich kann nicht mit leeren Händen zurück, Lynn. Zu Lynn zurück. Aber natürlich hat ein Geist eigentlich gar keine Hände. Okay, und hier habe ich jetzt ein Telefon. Dieses Telefon scheint eine rein interne Leitung zu sein. Man kann nicht raus telefonieren. Es sind die einzigen Orte, an denen ich durch dieses Telefon gelangen kann. Andere Telefone in diesem Gebäude, von denen ich Besitz ergriffen habe. Leere Zelle, jawohl. Passiert, wenn ich den drück. Hm, ein Notschalter. Ein Notfall in meinem Gefängnis. Das muss recht übel sein. Ich werde es nur mal kurz ausprobieren. Oh,
knüllt ein X und spielt es los. Da habe ich wohl für ganz schön viel Aufregung gesorgt. Ich wette, dass jeder Häftling anders auf den Alarm reagiert. Es könnte lustig anzusehen sein. Wenn ich erinnern will, was ich sehen kann, ich den Bildschirm verschieben. Ich kann auch Steuerkreuz benutzen, um dasselbe zu tun. Ich sollte mich mal umsehen. Vielleicht gibt mir Ihr Verhalten einen Hinweis auf meinen nächsten Schritt. Mein nächster Schritt ist ziemlich klar. Dann werde ich erwarten, bis der den Scheiß knüllt. Und dann bin ich dabei. Okay, das bringt mir gar nichts. Ich brauche diesen Zettel. Aber sollen die Typen den Scheiß nicht ausschalten? Bringt mir das gar nichts. Ich glaube, das ist wichtig, das, was ich hier sehe. Er angelt auf jeden Fall den Zettel. Alter, lag's gerade rum. Sagen, das da unten ist unser Häftling. Alles in Ordnung. Geschwindigkeit, die mein Laptop gerade annimmt. Fantastisch. Wobei, mein Laptop ist es nicht. Das ist ja eigentlich nur der Emulator, der gerade so abgeht. Jetzt sollte ich da hoffentlich drin sein. Los, los, los! Ich werde runtergespült, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Der Takt wird immer langsamer. Macht der jetzt? Holt erstmal den Zettel, das ist gut. Das heißt, ich kann erstmal in der Zelle hier sein. Es wird wohl dann der sein, der ins Büro vom Polizeichef eingedrungen ist und den Flammenwerfer und die Hotdogs geholt hat. Weil der hier hinten dieses Hähnchen hat. Und anscheinend hat er einen Geheimgang. Neue Informationen wurden hinzugefügt. Sein Aussehen nach zu urteilen? Ist das der Curry-Liebhaber aus dem Fall der Besetzung des Polizeipräsidiums? Aber egal. Wohin ist er gegangen? Was geht in dieser Zelle vor sich? Jedenfalls ist hier auch eine kleine Tafel. Nur um sicher zu gehen. Sollte ich mir besser auch den morgigen Plan des Curry-Liebhabers ansehen. Ich kann immer noch nicht lesen. Aber ich sollte mir trotzdem besser die Zellen von Häftling D99 ansehen. Vielleicht kann ich irgendeine Information finden, die Lynn weiterhelfen könnte. Außerdem
Wie ich wissen, wie dieser Häftling aussieht, über den sie Ermittlungen anstellt. Was ich jetzt schon weiß, ist natürlich, ich muss weiterkommen. Um weiterzukommen, geht nur das hier. Düm, düm. Endlich kommt dieses Dick-Balken hoch. Ich muss nicht in den Löffel. Logischerweise war ja zu erahnen. Schon, ob die Gedankenblase noch die gleiche ist. Hier ist es dasselbe. Oder auch nur ein internes Telefon. Man kann damit nicht raus telefonieren. Also sind die einzelnen Orte, in denen ich durch diese Telefone gelangen kann, andere Telefone in diesem Gebäude, von denen ich Besitz ergriffen habe. Schau mir noch diese Zelle an. Dann habe ich fertig. Das wird unser D99 sein. Im Hintergrund hat ein Hund gemalt. Scheint Maler zu sein. Das ist eine seltsame Zelle. Und der Häftling darin scheint sich zu amüsieren. Das ist die letzte Zelle in diesem Bereich. Also muss der Mann, der da vor sich hinsummt, Häftling D99 sein. Laut dem, was die Wachmänner sagen. D99, was? Selbst ich weiß über den Bescheid. Ja? Er hat seine Frau erschossen, nicht wahr? Von der Augen eines Familienmitgliedes. Was in aller Welt ist wirklich passiert? Und warum macht sich Lynn solche Sorgen um diesen Häftling? Ich kenne die Antwort nicht und ich schätze, ich muss sie nicht kennen. Ich habe nur ein Ziel. Und das ist die morgige Arbeitsplan dieses Malers herauszufinden. Neue Informationen wurden hinzugefügt. Gleich nochmal. Lass mal hier einen Trick machen. Solange es zu ist, kann ich hier nichts machen. Fotos, was? Ich frage mich, ob sie seine Familie zeigen. Den scheint eine junge Frau zu sehen sein, die ein Baby hält. Die Gesichter wurden mit schwarzer Farbe überdeckt. Hat er es aus Hass getan oder aus einer anderen Empfindung heraus? Zum Glück muss ich das jetzt nicht wissen. Dann schaue ich noch an, was er hat und dann fertig. Also der morgige Arbeitsplan von Häftling D99. Die Information, nach der Lynn sucht, sollte auf dieser Tafel stehen. Da habe ich die Fähigkeit zu lesen verloren. Aber jetzt bin ich trotzdem hier. Könnt mir wenigstens mal ansehen. Hä, was könnte das zu bedeuten haben? Auf der Tafel steht überhaupt nichts. Ich glaube, auf den Tafeln der anderen Häftlinge stand etwas geschrieben. Aber diese Tafel ist so sauber und leer, wie an dem Tag, an dem sie dort aufgehängt wurde. Oh. Also habe ich die Antwort nach der Lynn gesucht hat. Morgen Arbeitsplan von Häftling D99 lautet nichts. Würde die Information irgendeine Bedeutung für Sie haben? Ich brauche das nicht zu wissen oder mich dafür zu interessieren. Zumindest denke ich im Moment so darüber. Ja, erstmal kurz speichern. So. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben lassen. Dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Servus, Leute.